Bei einer Kreisdelegiertenkonferenz des SPD-Kreisverbands Tübingen in der Gaststätte Lamm in Mössingen ist gestern Abend im Beisein von Experten, darunter Vertretern des Landratsamts und einem Arzt, über das Thema Gesundheitspolitik diskutiert worden. Wie sieht es im Landkreis Tübingen derzeit mit der ärztlichen Versorgung aus? Welche Lösungsansätze zur Sicherung der zukünftig immer schwierigeren Ärzteversorgung vor Ort gibt es? Aber auch, was muss die Gesundheitspolitik auf Kreisebene zusätzlich leisten angesichts einer wachsenden Zahl an Flüchtlingen? Fragen, die die Delegierten gestern Abend unter der Leitung des Vorsitzenden der SPD-Kreistagsfraktion Michael Lucke diskutierten. Die Ergebnisse. Die Tübinger Kreis-SPD fordert künftig eine aktivere Rolle des Kreistags in der Gesundheitspolitik, wenn es um die Zukunft der Pflege oder auch die Ärzteversorgung im Landkreis geht. Darüber hinaus sollen die Kommunen stärker auf die veränderten Bedürfnisse und die Lage durch drohenden Hausärztemangel reagieren, zum Beispiel durch Schaffung medizinischer Versorgungszentren. Generell befürworte man aber die koordinierende Funktion der derzeit zuständigen Kreisgesundheitskonferenz.